und herzlich willkommen auf Susis Cooking Kanal. Heute habe ich eine kleine Ankündigung für euch und zwar eine kleine Videoreihe. Ich habe letzte Woche mit der lieben Margit, die hier in Schwandorf bei uns das große Fitnessstudio Enjoy betreibt, einen kleinen Kochnachmittag gehabt. Und zwar gibt es bei der Margit im Studio einen Abnehmkurs. Bis Ostern 5 Kilo und dazu gibt es auch entsprechende Rezepte. Jeder kann an der Challenge teilnehmen, an dem Kurs teilnehmen, auch wenn ihr kein Mitglied bei Enjoy seid. Ich setze euch den Link dazu mal unten in die Infobox. Und dazu haben wir eben ein paar Rezepte gekocht, beziehungsweise wir haben sehr viel hergerichtet. Es sind lauter kleine, knackig, kurze Videos. 4 Stück insgesamt und mit dem ersten werde ich jetzt dann gleich starten. Ich dachte mir, ich möchte euch diese Rezepte auch nicht vorenthalten und zeige euch die. Und die werden auch nacheinander kommen in dieser Woche. Also wundert euch nicht, wenn nicht immer der Vorspann kommt, mein Vorspann, sondern wir haben die wirklich durchgedreht an einem Nachmittag, schon alleine wegen dem Corona-Test, damit wir uns nicht öfter treffen müssen. Ich wünsche euch viel Spaß. Vielleicht habt ihr Lust, es nachzumachen. Es waren total unkomplizierte Rezepte, aber sehr, sehr gute. Habt Spaß beim Video. Hallo und herzlich willkommen. Wir haben heute was ganz Besonderes für euch. Ich möchte euch alle Mitglieder und Freunde des Enjoy Schwandorf ganz herzlich begrüßen. Und ganz besonders möchte ich auch die Susi begrüßen vom Susis Cooking Kanal. Hi! Wir wollen zusammen für euch heute was kochen und zwar haben wir besondere Rezepte ausgesucht, die fitnessgeeignet sind. Vor allem alle Teilnehmer unseres 5 Kilo bis Ostern Abnehmkurses können diese Rezepte auch wunderbar in den Ernährungsplan integrieren. Starten tun wir heute mit einem ganz besonderen Muskelshake mit wenigen Zutaten einfach zuzubereiten. Aber sehr, sehr gut, vor allem auch nach dem Training geeignet. Genau, wir haben uns natürlich auch schon das Rezept versteckt hier. Ich lese euch mal vor, was wir dafür brauchen. Das ist für eine Portion, das wären 40 Gramm Haferflocken, 200 Milliliter Mandelmilch, 50 Gramm Beeren, 2 Esslöffel Naturjoghurt und 30 Gramm Proteinpulver. In dem Fall ist es Vanille, aber ich denke, da könnt ihr einfach nach euren Geschmack. Oder? Genau, also das ist. Wir bereiten uns heute die doppelte Menge zu, weil wir beide noch nichts gegessen haben, gell? Das wird jetzt genau unser Mittagessen. Das passt perfekt. Und ich hole mal kurz die Zutaten, damit ihr die auch seht. Die Zutaten haben wir jetzt alle vorbereitet. Wir haben zu den. Mandelmilch. Genau. Erst die Mandelmilch in den Mixer, danach die Beeren. Und die Haferflocken und zum Schluss den Joghurt. Und um umständlichen Fragen oder unangenehmen Fragen vorzubeugen, das haben wir nämlich jetzt vorhin ganz vergessen, wir haben uns ja wirklich schon länger darauf vorbereitet, dass wir das machen möchten für euch und wir sind beide negativ getestet. Also wir haben einen Test gemacht, sonst würden wir auch nicht so nebeneinander stehen, nur dass das im Vorfeld schon mal geklärt ist, dass da keine Fragen kommen. Und ich mache den Shake jetzt im Thermomix. Wer vielleicht mal auf meinen Cooking-Kanal reinschaut oder den auch kennt, der weiß, dass ich sehr gerne mit dem Thermomix arbeite. Nichtsdestotrotz geht das natürlich in jedem anderen Mixer oder Pürierstab oder genau sonstiges. So, der Shake ist jetzt fertig gemixt und die Susi füllt den jetzt gleich in die Gläser. Schaut wahnsinnig lecker aus, ich freue mich schon. Ich mich auch. Das passt ein bisschen viel für uns zwei Mal. Wow, das ist ja mehr als ein Mittagessen. Aber echt. Wir lassen uns den jetzt schmecken. Prost, macht's nach. Vielleicht habt ihr auch Lust. Das ist immer ein schneller Ersatz für ein Mittagessen. Prost. Prost. Zum Wohl. Wir lassen uns den Shake jetzt schmecken. Das ist eines von mehreren Rezepten, die wir jetzt die nächsten Wochen für euch auf unserem Facebook-Kanal und Instagram-Kanal von Enjoy posten werden.
Seid neugierig, es kommen noch viele leckere Sachen. Wir kochen nämlich gleich weiter. Servus. Tschüss.